Während wir in Mitteleuropa mit zahlreichen Unwettern kämpfen und der nächste Regen ja vor der Tür steht, erlebt jetzt Südwesteuropa eine extreme Hitze. Und dafür machen wir jetzt mal ein eigenes Video, ein eigenes Thema, weil es einfach spannend, groß und heiß ist. Grüße Sie und grüße euch. Und die Frage, wird es 50 Grad geben? Es heißt ja, in Andalusien, in Sevilla, soll es im 19. Jahrhundert mal 50 Grad gegeben haben. Ansonsten haben wir andere Rekorde. In Europa, in Deutschland 41,2 Grad, Österreich 40,5, Schweiz 41,5, in Frankreich 46, in Spanien 47,3 und in Griechenland 48,0 Grad. Das ist aber völlig wurscht. 47,3 oder 48,0, das, was da kommt, ist das Spannende. Das ist die Wetterlage vom kommenden Sonntag. Wir strukturieren uns mal wieder. Hier haben wir Deutschland, noch mit dem Tief, das da abzieht. Hier die Iberische Halbinsel mit Spanien und Portugal. Die minus 10 Grad Isotherme in 5,5 Kilometer Höhe und eine riesige Wölbung ganz oben in der Atmosphäre, wo es so richtig heiß wird. Da kommt die Heißluft herangezogen und in 1500 Meter Höhe liegt eine 30 Grad Isothermenfläche über weiten Teilen Spaniens. Wir zoomen mal rein. Das sind die Temperaturen, die über Spanien berechnet werden. Hier sehen wir die spanische Küste, dann die Straße von Gibraltar und hier 32, 31 Grad, wohlgemerkt in 1500 Meter Höhe. Und wenn wir da Pi mal Daumen drauf rechnen, wir kennen das von uns, 15 bis 18 Grad. Dann kommen da 47 bis 50 Grad raus. Und das ist der direkte Modelloutput, was da berechnet wird nach dem amerikanischen GFS-Modell. Andere Modelle sind da übrigens ähnlich, mit Werten hier von deutlich über 45 Grad. Und wir zeichnen im Pfeil ein, 49 Grad werden hier simuliert. Die 50 Grad sind gar nicht mal so abwegig. Wenn wir das kontrollieren mit dem 15- bzw. 16-Tage-Trend für Sevilla, dann sehen wir hier die rote Linie, das ist das Mittel, die weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen. Das Mittel, muss man dazu sagen, liegt auch bei 20 Grad in 1500 Meter Höhe in dieser Gegend. Das ist da schon normal. Aber 30 Grad sind nicht normal. Und wenn wir mal reinzoomen, dann ist das hier das Mittel aller Modellberechnungen für den kommenden Sonntag und Montag. Und die fette grüne Linie, das ist der Hauptlauf, den wir gerade gesehen haben, der definitiv im oberen Drittel bzw. im oberen Viertel mitschwingt. Es sind aber welche dabei, die gehen noch ein bisschen weiter nach oben. Das sind aber meist Modellspiele. Genauso gut gibt es einige Läufe, die viel weiter unten sind. Hier bricht also für einige Tage eine extreme Hitzewelle herein mit Werten, wie schon gesagt, von über 45. Fast an die 50 Grad, die da möglich sind. Schauen wir auf die alten Rekorde, zum Beispiel 47,3 Grad vom 14. Juli 2017, übrigens der letzte wechselhafte und nasse Sommer bei uns, wo Berlin ja unter Wasser gestanden hat. Da war es in Mitteleuropa übrigens auch kühl mit Regen und hier die Hitzeglocke über der Iberischen Halbinsel ebenfalls mit 30 Grad in 1500 Meter Höhe. Es waren also ähnliche Temperaturen hier oben. Und der andere Rekord aus dem Jahre 2003 am 1. August, das war übrigens, falls sich manche erinnern, der Auftakt dieser extremen Hitzewelle der 1. August-Dekade, wo in Deutschland zahlreiche Rekorde gefallen sind und es so viele Hitzetote in Frankreich und auch in Deutschland gegeben hat, natürlich in weiten Teilen Südwesteuropas. Auch hier die Hitzeglocke mit der auf sich aufbauenden Omega-Lage. Die Temperaturen lagen damals über der Iberischen Halbinsel hier mit einzelnen Bommeln auch bei 29 bis 30 Grad in 1500 Meter Höhe. Bei uns war es noch relativ kühl mit nur um die 15 Grad. Später ging es ja auch auf über 20 Grad rauf. Schauen wir zu guter Letzt nochmal auf die letzte oder vorletzte Karte des aktuellen GFS-Laufs für den 20. Juli. Da sehen wir im Prinzip eine ähnliche Lage wie 2003. Wieder hier mit einer Hitzeglocke und Temperaturen von um die 30 Grad in 1500 Meter Höhe auf der Iberischen Halbinsel. Wobei die gesamte Iberische Halbinsel bei über 25 Grad da liegt. Das wäre nochmal eine brachiale Hitzewelle, die hierher kommen würde. Vielleicht dann sogar mit einer sich aufbauenden Omega-Lage, einem Streifschuss, den wir dann abbekommen könnten. Es ist noch Zukunftsmusik dahin, aber die Modelle deuten das immer wieder an, dass es Ende des Monats mal eine größere Hitzewelle geben kann. Bevor es soweit ist, ein letzter Blick auf die aktuellen Niederschlagskarten. Die bestätigen das, was wir im Vorvideo besprochen haben, nämlich viel, viel Regen von der Schweiz über Baden-Württemberg, den Westen Bayerns durch Franken hindurch bis rauf
nach Berlin-Brandenburg.